Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil Let's Play Path of Exile Poison Arrow. Ja, jetzt haben wir ja endlich die Skillplanung und generell das Charakterkonzept vernünftig ausgearbeitet. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen. Sodass wir ein bisschen was noch machen können. Ich habe mal so geguckt. Im Moment habe ich leider relativ wenig Dinge zur Verfügung, die ich noch haben müsste. Ich habe schon mal die Edelsteine rausgesucht, also Some Skeletons, später zusammen mit Spell Totem für die Defensive, Increased Duration als Unterstützung für meinen Poison Arrow, damit die Giftwolke länger bestehen bleibt. Ja, und noch als weitere Defensive Arctic Armor. Und ja, die Sachen, die ich vergeben, also die bzw. die ich schon mal reinsockeln kann, damit die mitleveln, das mache ich dann schon mal. Ja, ansonsten haben wir erstmal noch einiges vor der Brust, bevor wir loslegen können, so richtig. Ja, dann können wir jetzt als nächstes auch schon mal wieder hier ein paar Skillpunkte vergeben. Jetzt ist die Frage, wohin zuerst? Ich glaube, ich bewege mich jetzt erstmal auf direktem Weg, erstmal zumindest bis einen Punkt, ne, kann ich ruhig direkt durchgehen, erstmal bis Eldritch Battery und auf der anderen Seite dann runter bis zu Mind Over Matter. Dann habe ich eigentlich die Wege im Baum alle abgehakt, die ich gehen muss und kann dann von da aus entscheiden, ob ich dann mehr Schaden oder mehr Lebenspunkte gerade brauche. Ich denke mal, das sollte ganz sinnvoll sein. Das heißt, die nächsten drei Punkte gehen erstmal hier hin. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Ja, und dann wollen wir mal direkt wieder einsteigen. Dann geht es jetzt daran, Banditenfürsten und die Teile zusammenzukriegen, um die Wahlruinen betreten zu können, sprich das Baleful Gem und dieses Spike-Ding da. Und ich muss mich ein ganz klein bisschen korrigieren. Ich hatte ja im letzten Video behauptet, dass bei Level 10 der Sprung kommt bei Poison Arrow. Das stimmt so nicht ganz. Schon im nächsten Levelbereich, also ab Level 6 oder 7 ist das dann. Ich glaube, 6 habe ich gerade und 7 ist dann der nächste. Wartet, ich guck mal ganz schnell. Ne, 6 habe ich genau. Ab dem nächsten Level wird der Schaden dann schon deutlich steigen. Müssen wir jetzt also erstmal hinkommen. Zum Glück ist ja im Moment noch unser normaler Angriff ziemlich stark. Das macht das Hochspielen jetzt gerade doch verhältnismäßig angenehm. Ja, die Giftwolke macht auch mittlerweile schon ein bisschen Aua. Ja, wollen wir nochmal sehen. Ja, ein sehr netter, positiver Nebeneffekt insgesamt, dass ich dank meines Helms bei den Resistenzen mir eigentlich keinen großen Kopf machen muss. Das heißt, damit komme ich auf jeden Fall jetzt erstmal durch den normalen Schwierigkeitsgrad, ohne da nochmal besonders drauf gesondert drauf achten zu müssen. Das ist gerade hier nur dummerweise irgendwie das Ganze ein bisschen unsynchron, habe ich das Gefühl. Kommt bei diesen Gegnergruppen und den entsprechenden Engstellen, wie zum Beispiel Türen, schon mal häufiger vor. Auf. Detonates Corpus. Da muss man ein bisschen aufpassen, gerade wenn da so viele Leichen am Boden rumflattern. Okay, haben wir alles. Ich hoffe, bei euch ist alles normal. Ich stelle gerade fest, mein Ton ist so leise, dass ich den im Grunde gar nicht höre. Naja, ja, immer diese Effekte, wenn man sich den PC mit jemandem teilen muss und vorher nicht aufpasst und irgendjemand, liebe Frau, an der Lautstärkenregelung rumgespielt hat. Sollte aber im Video alles egal sein. Der nimmt ja unabhängig von der selbst eingestellten Lautstärke auf. Zumindest, wenn ich die Boxen quasi leiser drehe in Windows. Das macht für die Aufnahme eigentlich keinen Unterschied. Oh, Chaos Orb. Schon der zweite in der Videoreihe.
Das dürfte gern so bleiben. Jetzt muss ich gucken, auf E liegt das. Wenn ich zwischendurch ein paar Skelette dazu holen. Die überleben aber nicht lange. Na doch, ich bin mittlerweile ziemlich optimistisch. Am Anfang war ich ja doch, muss ich gestehen, ein bisschen skeptisch, ob das alles mit dem Poison Arrow hinhaut. Aber jetzt, nachdem ich mich dann doch mal so richtig reingedacht habe und ein bisschen rumprobiert habe und Theorie-Crafting betrieben habe, bin ich doch sehr optimistisch, dass der Charakter ziemlich stark wird sogar. Ich weiß zwar jetzt noch nicht genau, wie gut der Killspeed letztendlich ist, weil Poison Arrow ja doch immer so ein bisschen braucht, bis die Gegner dann tot sind. Also ich denke mal, Flicker Strike wird definitiv schneller sein. Aber... okay. Das sah nach Rogue X, oder war das... da ist doch gerade vom Himmel Rain of Arrows geflogen, oder? Sah das nur so aus, Alter. Wenn vom Himmel Rain of Arrows kommt, dann kannst du nur ein Rogue Exile sein. Ich kenne nur einen Gegner im Spiel, der das Ding ansonsten benutzt. Das ist der Unique-Gegner ganz am Anfang, hinter The Ledge. Das große Riesenskelett. So, jetzt hat er mich natürlich prompt rausgebracht aus dem, was ich eigentlich sagen wollte. Danke dafür. Ja, ganz wichtig, die Bögen muss ich jetzt immer gut analysieren darauf, ob da irgendwo Plus auf Bogenskills ist. Plus 1 auf alle Edelsteine oder plus 2 auf Bogenskills. Am liebsten beides zusammen. Ich weiß gerade nicht genau, welchen Level ich dafür brauche, aber auf den beiden ist nichts dergleichen. Ja, im Moment würde ich auch noch nicht unbedingt darauf wechseln, weil ich jetzt gerade mit dem Bogen, den ich benutze, noch so viel Schaden mache, dass sich das für mich nicht lohnen würde. Das wäre aber dann... also ich brauche tatsächlich nur so einen Bogen. Es ist vollkommen egal. Also im Idealfall mindestens fünffach gelingt. Und halt plus 2 auf Bogenfähigkeiten, plus 2 auf alle Edelsteine. Und dann ist der, egal was es für ein Grundtyp ist, automatisch Endgame-tauglich für mich. Korrumpiertes Gebiet. Na komm. Dann machen wir das mal. Gucken wir mal, wie es läuft. Hier wird mein Schaden schon deutlich schlechter. Jetzt wäre es auch langsam echt mal wieder an der Zeit, dass mein Poison Arrow ein Level-Up bekommt. Besonders im Hinblick auf Wal wäre das sehr hilfreich. Mein Wal ist ansonsten eigentlich ein gefundenes Fressen für unseren Charakter, weil Wal den Vorteil hat, dass er sich nicht bewegt. Der bleibt immer schön in der Giftwolke stehen. Das heißt, ich kann mich einzig und allein darauf konzentrieren, den zu umrunden, um nicht getroffen zu werden von irgendwas. Aber ich habe halt in dem Moment, wo ich jetzt hier mit meinem normalen Angriff nicht mehr weit komme, sondern auf Poison Arrow angewiesen bin, wird es halt auch wirklich Zeit, dass der ein bisschen zulegt. Ja, ich glaube, wenn ich wirklich bei dem Charakter alles so zusammen habe, dann wird der auf jeden Fall extrem sicher zu spielen sein. Heu-Totem könnte man natürlich auch zumindest zum Übergang theoretisch benutzen.
um die Gegner ein bisschen von sich selber wegzulocken und vor allen Dingen die dazu zu bewegen, sich auf eine Stelle zu fokussieren und da stehen zu bleiben. Clarity ist ja auch fertig. Muss ich bei Clarity, bei meiner Clarity Aura immer nur so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu schnell die Level, damit ich halt nicht zu viel Mana-Reservierung habe. Aber noch sollte das alles im grünen Bereich sein. Chefe hier. Bin gespannt, wer da auf mich wartet. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier schon mal war. Ich muss gestehen, das habe ich irgendwie bei den... Ja doch, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich meine mich dunkel zu entsinnen, dass ich gegen den schon mal gekämpft habe, auch in einem Video. Ich merke gerade, es ist noch perfider. Es ist gar nicht so, dass die Geräusche runtergedreht wurden. Sondern mein Weibchen hat die Kopfhörer rausgezogen. Das heißt, ich habe gerade Kopfhörer auf, wundere mich, dass ich nichts höre. Und mein Monitor macht Krach. Jetzt habe ich nur gerade... Ist gerade ein bisschen ungünstig. Bin gerade ein bisschen damit beschäftigt, hier... in Bewegung zu bleiben. Hätte ich gleich, wenn ich den Kampf abgeschlossen habe, dann stecke ich die Kopfhörer wieder rein und alles ist gut. Ich hoffe nur inständig, dass sie wenigstens so clever war und nur den Kopfhörerausgang rausgezogen hat und nicht auch das Mikrofon und ich die ganze Zeit hier unnütz in der Gegend rumquatsche. So, gucken wir mal. Ah, jetzt habe ich auch Ton auf den Ohren. That would only slow me down. Ach, Mann, Mann, Mann. So, aber demnach sollte zumindest mit der Aufnahme alles geklappt haben. Sprich, ihr solltet eigentlich von dem ganzen Kram schon wieder Wahlground Slam. Juhu. Ihr solltet von der ganzen Aktion eigentlich gar nichts mitbekommen haben, dass ich jetzt hier so rumwurschteln musste. Ich sag immer, verloren hat man in dem Moment, wo die Frau den PC okkupiert. Dann weiß man, okay, das Junggesellenleben hat definitiv ein Ende. So, die Bögen. Also der wäre eigentlich schon für den Level ganz gut. Increase Physical und nochmal Adds Physical. Nur für diesen Levelbereich ist der Bogen trotzdem immer noch um Schlängen besser. Deswegen können die komplett beide weg. Haben wir hier. Oh, die ist gar nicht so übel, die Rüstung. 39 Leben, 30 Leben. Ja, kann auch weg. Ja, wobei, hat deutlich bessere Rüstung. Behalten wir doch mal. Der Schild gefällt mir gerade ganz gut. Den behalte ich erstmal. Dann räumen wir eben schnell hier auf. Die Rollen wollte ich behalten. Missbrauche ich meine Sammelstelle für Orbs mal als Zwischenlager für Gegenstände. Seid ihr ja mittlerweile gewohnt. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt. Ist ja... Wie gesagt, in Patch Notes stand drin, dass auch hier die Gebiete überarbeitet wurden,
Vor allen Dingen wohl die Endgegner hier. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder halt einfach an diesem Charakter. Aber zumindest bin ich bis jetzt noch nicht gestorben. Das sah ja bei meinem Leap-Slammer doch etwas anders aus. Es hat doch definitiv Vorteile, wenn man mit den Gegnern nicht in den Nahkampf gehen muss. Und ich finde halt gerade bei so Skills wie Poison Arrow, das gilt übrigens auch für die Minen, nicht Minen, für die Fallen, dass es halt einfach unglaublich gut für die Überlebensfähigkeiten ist, wenn man den Skill quasi jetzt hier, ich kann einfach mal die Giftwolken lostreten und dann brauche ich nur in Bewegung bleiben und kann mich darauf konzentrieren, die Gegner auszuweichen und füge trotzdem kontinuierlich Schaden zu. Weil auch als Fernkämpfer hat man halt das Problem, man muss halt irgendwann mal stehen bleiben, um anzugreifen. Und das sind dann meistens die Momente, wo man dann halt dann doch getroffen wird. Das habe ich jetzt mit dem halt eher nicht das Problem. Ist das mein Poison Arrow? Jawohl. Das ist ja wirklich schön, wenn der noch fertig wird, bevor ich jetzt gleich zu dem Bossgegner hier komme. Den werde ich nämlich wahrscheinlich auch mit dieser Hit-and-Run-Taktik bearbeiten, sprich Poison Arrow reinballern und die Giftwolke ihre Arbeit machen lassen und selber halt einfach immer so einfach nur umrunden und hoffen, nicht von zu viel Blitzen getroffen zu werden. Wobei die Blitze mich jetzt eigentlich relativ kalt lassen dürften. Dank guter Blitzresistenzen. Das ist schon mal so ein kleiner Ausblick, wie unser Spielprinzip dann später wirklich mal aussehen wird. So ungefähr sollte das dann sein. In der Hoffnung, dass ich selber ein bisschen weniger ausweichen muss, weil meine Skelette das dann für mich übernehmen, die Gegner von mir fernzuhalten. Skillpunkt eben noch vergeben, der ist nämlich ganz praktisch. Schöner Punkt, 20 Leben, 20 Mana, da kann man echt nicht meckern. Apropos 20 Leben, 20 Mana, das macht ja eine Addition 40 und 40 ist auch genau das, was ich an Lebenspunkten bekommen würde, wenn ich mir bei den Banditen wieder die Lebenspunkte hole. Und der Charakter ist ja eigentlich wieder auch Lebenspunkte basiert und ich habe ja mal gesagt, Lebenspunkte basierte Charaktere, da braucht man eigentlich nicht drüber nachdenken. Wie heißt auf Neudeutsch so schön ein No-Brainer, dass man da auf jeden Fall immer die Lebenspunkte nimmt. Es ist speziell bei dem Charakter so, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass ich nicht so viele Lebenspunkte brauchen werde, weil ich ja im Grunde gerade, jetzt muss ich überlegen, 1, 2, 3, 4 Defensivkonzepte habe, unabhängig von meinen Lebenspunkten. Plus ein Charakter, der eigentlich gar nicht darauf ausgelegt ist, viel getroffen zu werden. Das heißt, am Ende sollte es so sein, dass ich mir da wirklich ausnahmsweise mal den Skillpunkt holen werde. Dass ich auf das Zusatzleben verzichte. Jetzt kommt die Wolke auch deutlich besser zur Geltung. Die hat ihren Schaden auch mal eben fast verdoppelt. Ab jetzt ist wirklich jedes Level-Up Gold wert für meinen Poison Arrow. Gegner sind natürlich dann immer etwas unschön, macht natürlich viel mehr Spaß und ist auch viel effizienter, wenn hier große Gegnergruppen auftauchen.
schön durchs Gift laufen. Schon wieder. Ja, jetzt hole ich mir auf jeden Fall erstmal den Wegpunkt hier. Langsam werde ich nervös bei den korrumpierten Gebieten. Das kann nicht lange so gut gehen, dass ich hier wirklich ohne Sterben durchkomme. My mana is gone. So ein blöder Beschwörer. Resist Chaos lese ich natürlich auch nicht gerne. Dummerweise gibt es keine Möglichkeit, Chaosresistenzen irgendwie zu brechen. Bei allen anderen Schadensarten gibt es irgendwas, um die entsprechenden Resistenzen zu senken. Bei Chaos gibt es das leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Bis jetzt muss ich sagen, wirklich ist es, wir sehen es ja hier auch, eigentlich nur eine Frage der Geduld. Also besonders schnell sind wir jetzt vom Killspeed nicht unbedingt in solchen Situationen, aber zumindest sicher. Also abgesehen davon, dass da mal kurz irgendwie das Spiel hakte, dann wird es natürlich schwierig mit dem Ausweichen, wenn man nicht weiß, wo man gerade ist und was um einen rum passiert. Aber ansonsten, außer dass es manchmal etwas zäh ist, zumindest alles handelbar. Quasi genau das krasse Gegenteil zum Flicker-Striker. Der kann eigentlich nur brachial nach vorne. Defensive gleich gute Offensive. Sprich, solange wir die Gegner schnell ausschalten, ist alles gut. Wenn die zurückschlagen können, sind wir tot. Wegpoint-Check. Auch geile Kombination. Wegpoint. Ich glaube, ich werde das jetzt irgendwie dauerhaft machen. Ich meine mal ein Wort Englisch, ein Wort Deutsch. I shoot the file. Blood Rage. Schön, jetzt habe ich das wieder verbockt. Blood Rage. Jo, dann, was kostet die Welt? Korrumpiertes Gebiet, nehmen wir mit. Ich weiß gerade gar nicht, ob jetzt hier theoretisch auch schon auf dem Schwierigkeitsgrad die komischen Teile fürs Wahl-Device, Map-Device, ob die hier fallen können oder erst auf höheren Schwierigkeitsgraden. Also ich weiß, dass ich auf Cruel auf jeden Fall schon mal eins gefunden habe. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich hier auch schon möglich wäre. Ich bin mir ziemlich sicher, es würde bestimmt der ein oder andere... Flicker Strike Champions, nicht schön. Es würde sich bestimmt der ein oder andere beschweren, wenn ich die Gebiete einfach weglassen würde. Zumindest wenn es jetzt keinen guten Grund gibt, weil zum Beispiel... Ich meine klar, diese Karte mit dem Flicker Striker, 18% Schadensreflexion, brauche ich gar nicht versuchen. Weiß ich vorher, dass das nicht klappen kann.
Aber jetzt bei dem Charakter gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt das Ding nicht anzugehen, außer dass ich keine Lust habe. Erstaunlich, dass noch so viel in meine Kiste reinpasst. Kiste. Inventar. Jetzt haben wir wirklich alles zusammen hier. Strongboxes, korrumpiertes Gebiet, Schreine. Wirklich alle alle Neuigkeiten, die irgendwann mal in irgendwelchen Ligen eingeführt wurden, sehen wir jetzt hier mal auf einen Schlag. Natürlich jetzt sehr gelegen. Hätte ich das noch sein lassen sollen mit dem Schrein und erstmal warten, bis ich bei dem Gegner, beim Endgegner hier bin. Also auch schon. Wieder derselbe. Da könnt ihr euch aber auch mal was Neues einfallen lassen. Schrein zusammen, auch wieder stylisch mit dem Bossgegner Level Up bekommen. Val Eisnova. Okay, die habe ich noch nicht und die ist, glaube ich, auch wirklich mal richtig gut. Das war ehrlich gesagt gerade nicht genau. Genau. Die benutze ich einfach mal. Ich glaube, die macht Spaß. Ja, dank des Schreines war das auf jeden Fall, glaube ich, bis jetzt einer der kürzeren Bosskämpfe hier für mich. Da wieder Ewigkeiten Weg zu laufen. Dumm, dumm, dumm. Ich könnte ja mal eine Quicksilver Flask reinhauen. Hey, Chamber of Sins Level 3. Bevor wir weitermachen, können wir mal eben schnell noch Punkte vergeben. Zack und zack. Doch, so langsam wird's hier mit dem Schaden. Langsam sollte aber auch hier die Kapazität erschöpft sein. Haben wir irgendwie, ja, genug Schrott zum aus dem Inventar rausschmeißen. Mal gucken, was die Eisnova hier kann. Das war alles. Was von 5-mal? Und
Enemies hit. Achso, hä? Muss ich mich treffen lassen dann von denen oder was? Wahrscheinlich. Oder muss ich Gegner treffen, damit die dann wieder sich neu inselt? Man weiß es nicht. Das sieht doch gut aus. Tatsächlich habe ich den Weg doch mal mehr oder weniger auf Anhieb gefunden. Ist doch auch mal schön. So, ja. Das Multifunktions-Town-Portal. Backup und auch gleichzeitig das Ding, was ich eben brauche, um hier wieder rauszukommen. So, jetzt erwarte ich eigentlich, dass der Skill hier sehr gut funktioniert. Pfützen hier überall, beziehungsweise Wolken hier überall sind. Oh. Aua. Jo, nächster Programmpunkt abgehandelt. To damnation. Dann einmal zurück, einmal Sachen loswerden. Jetzt gibt es erstmal hier noch eine Belohnung. Irgendwas Spannendes für mich. Purity of Ice, Frostbound, Lightning Arrow, Hatred. Nein, da nichts dabei. Schade eigentlich. Also ich glaube, die Edelsteine, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, die jetzt für mich interessant wären, die bekomme ich so schnell sowieso nicht als als Questbelohnung. Was haben wir hier? Schund. Bam, bam, bam. Das kann weg. Das kann weg. Oh. Den behalten wir mal. Das ist ein Ring. Na, den behalte ich auch auf jeden Fall. Ja, bei dem Schild bin ich mir etwas unschlüssig. Der ist nicht so schlecht. Der ist aber auch gar nicht so gut. Der kommt weg. Komm. Blockiert eh nur Platz und wenn, dann wäre es eh nur was für einen ganz kurzen Übergang. Muss ich einmal kurz gucken. Die Wahl Eisnova brauche ich auch nicht. Falls jemand Interesse hat, ich habe hier einige Wahlgems zum Abgeben. Gut, dann auf jeden Fall jetzt noch den Banditenfürsten. Das sollte noch drin sein zeitlich. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich ein bisschen schneller diesmal bin. Durch den ersten Akt bin ich ja doch ziemlich schnell durchgekommen, aber jetzt die ganzen korruptierten Gebiete haben mich natürlich ein bisschen aufgehalten. Nehmen wir den Chaos-Schaden eigentlich nur so lange, wie die in der Wolke drin sind, oder? Das muss ich auch nochmal eruieren, oder ob der Gift-Debuff, der da wirkt, auch generell auf den Gegner wirkt, ob der jetzt in der Wolke steht oder nicht. Ich weiß es gerade nicht. Thank you.
Clarity Hour ist aber echt schnell im Hochleveln. Hä? Nur Level 4? Okay. Ich wollte gerade sagen, die ist echt schnell im Hochleveln, aber ich habe die auch noch kaum gelevelt. Das wundert mich gerade. Ich dachte, die wäre schon viel höher. Vom Weg entfernen, nicht dass wir nachher hier unsere Abzweigung quasi verpassen zum Wegpunkt. Sind so nett und laufen langsam auf Alchemy auch gerne genommen. Die Gegner sind nett und laufen langsam auf uns zu. Dann können wir natürlich auch gerne mal wieder mit einem normalen Standardangriff draufhalten. Ihr merkt es ansonsten schon, dass ich mich so langsam ein bisschen drauf verlege, wirklich hauptsächlich mit Poison Arrow zu arbeiten. Bitte ohne mich einzugreifen. Ah. Ist mir gerade noch rechtzeitig aufgefallen, dass ich hier blute. Da sollte man natürlich nach Möglichkeit nicht unbedingt rennen. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja irgendwie da ein bisschen wegkommen. Das war jetzt gefährlich. Das war nicht nur gefährlich, das war jetzt wirklich auch mal wieder gutes Glück, dass ich nicht verstorben bin. Kommt mir der Weg gerade ziemlich lang vor. Komisch, komisch. Sollte ich doch den Wegpunkt verpasst haben? Nein, da ist er. Okay. Ja, dann dürfte jetzt eigentlich der Restweg nicht mehr allzu lang sein. Nennt mich Resi, den blinden Seher von Sat.1. Als wenn ich es geahnt hätte. No trouble. So, nein. Du wirst nicht geholfen. The King of Rats. A feast for rats now. So. Ja, dann haben wir zumindest die beiden Standardprogrammpunkte auch abhandeln können. Wie gesagt, durch die korrumpierten Gebiete hat sich die nachfolgenden Agenda-Punkte haben sich ein wenig verzögert. Aber die beiden Standardsachen, den Banditenfürsten und das Baleful Gem, haben wir schon mal geholt. Dann geht's jetzt hier weiter Richtung Eldritch Battery. Hello. Gucken wir noch eben schnell, was es gab. Nichts, nichts. Schnellvergleich. Feuerresistenzen, Movement Speed, Leben. Jo, ich habe neue Schuhe. Und hier, das kann definitiv weg. Dann tauschen wir noch schnell die Schuhe aus. Dann können die auch weg.
Die brauche ich nicht mehr. Machen wir noch eben schnell die Kiste wieder, das Inventar wieder frei und dann haben wir genug geleistet für heute. Entschuldigung. Ja, bevor meine Stimme jetzt gänzlich versagt, hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ich sage, bis dahin.